Wenn wir mal gleich über das Generelle auf Schalke sprechen, Olli, ist der Mann zu beneiden um seinen Job? Kann er jetzt wieder agieren oder muss er immer noch reagieren, was all in den letzten Jahren ja doch auf vielen Ebenen offensichtlich verbockt wurde? Natürlich muss er reagieren, das ist ja vollkommen klar. Er muss auch reagieren aufgrund der finanziellen Situation. Du bist nicht auf Rosen gebettet, du hast eine im Prinzip komplett neue Mannschaft. Du musst jetzt schauen, was kannst du in den letzten Wochen, solange das Transferfenster noch offen ist, was kannst du noch machen, was ist mit den Abgängen? Das ist ja ein Prozess, der immer noch läuft bei Schalke 04. Also ich finde trotzdem, es ist eine Aufgabe, für die ich ihn beneide, weil Schalke ist ein fantastischer Club und stell dir vor, er schafft es, den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Dann tragen sie den ne, da auf dem großen Silbertablett durch die Gegend. Ja, ich finde das mit dem Transferfenster eine Katastrophe, dass es weiterhin bis zum 31.08. auch für die zweite Liga gilt. Die erste Liga fängt ja ein bisschen später an. Immer dann, wenn eine Saison beginnt, zweite Liga, muss das Transferfenster normalerweise geschlossen sein, so in der ersten Liga auch. Und so haben viele Mannschaften das Problem, die pokern bis zur letzten Sekunde. Ich hoffe nicht, dass irgendein Faxgerät am Ende wieder ausfällt. Der Wunsch auch natürlich vieler Trainer. Das ist ja, dass man immer wieder sagt, Freunde, lasst uns starten irgendwie Mitte August und dann ist auch Schluss mit der Hin- und Herverkauf. Man weiß viel zu spät. Es kommt ja so gut wie nichts in Bewegung, weil die Bundesligisten später kommen. Die warten natürlich noch ab. Das heißt, der Transfermarkt ist, das haben wir im letzten Jahr schon, erster Transfermarkt im Sommer unter Corona-Bedingungen erlebt. Der Transfermarkt ist quasi so gut wie tot. Und gerade vor diesem Hintergrund, muss ich mal sagen, ist das, was Peter Knebel jetzt auch unterstützt und Ruven Schröder da auf Schalke leisten muss, wirklich eine Herkulesarbeit. Und da ist er ja tatsächlich schon ein gutes Stück vorangekommen. Also allein, um mal die Größenordnung zu verdeutlichen, der Gehaltsaufwand bei Schalke 04 betrug im Kalenderjahr, jetzt haben wir 2021, 2020 lag der bei 102 Millionen Euro. Davon musst du runterkommen, du musst dich einpendeln irgendwo bei einem Budget knapp über 20 Millionen Euro, musst eine leistungsfähige Mannschaft auf die Beine stellen. Also das ist schon nicht leicht, das zu bewerkstelligen, wie gesagt. Und es wird sich noch einiges tun. Ein gutes Stück ist ja vorangekommen. Ich glaube, es sind 12 neue, die mittlerweile unter Vertrag genommen worden sind. Noch dazu 3 bis 4 Jungs, die aus der eigenen Nachwuchsabteilung hochgezogen worden sind. Die haben zumindest einen gewissen zeitlichen Vorsprung gegenüber Werder Bremen, die ja ein vergleichbares Schicksal haben. Ja, und deshalb kann man, deswegen kann man auch erklären, dass man sich zurückzieht mit der Fünferkette. Und ich glaube, im Laufe der Saison wird sich das auch ändern, aber Stabilität holt sich der Trainer natürlich erst einmal in einer stabilen Deckung. Und ja, das ging bis zur 85. Minute gut. Über den Trainer reden wir gleich. Wir fragen mal Peter Knebel. Transferfenster bis Ende August geht noch eine Menge. Viele, salopp gesagt, Altlasten liegen noch bei Schalke, die sehr viel Geld kosten. Wer soll noch weg und wo ist noch Handlungsbedarf? Ja, also ich kann Olafs Position absolut nachvollziehen. Es wäre natürlich immer besser, wenn man frühzeitig und dann definitiv dann Handlungssicherheit hätte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die beiden Spielklassen, die verschoben sind. Aus unserer Situation heraus kann ich Ihnen sagen, ist es besser, dass das Transferfenster länger geht und einfach der Tatsache geschuldet, dass wir eine so hohe Quantität haben, dass wir so viele Spieler haben. Das würden wir bei aller Arbeit, bei aller sehr guten Arbeit, die vor allen Dingen Ruven Schröder und sein Team verrichten, würden wir nicht schaffen können. Und insofern ist der Tag vollgepackt mit Anrufen und mit Netzwerken im Transfergeschäft. Denn wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Ich kann Ihnen so eine Orientierung sagen. Auf der Mitgliederversammlung habe ich von 70 Personalentscheidungen gesprochen. Und inzwischen sind es dann, wenn wir alles mitnehmen, rund ums Team, nicht nur das Team selber auf dem Platz, dann sind es circa 60 Entscheidungen, die wir getroffen haben. Da sind noch einige ausstehend und ich befürchte, dass wir diese Vorhersage noch übertreffen werden. Mit der Bitte um kurze Antworten, vielleicht auch nochmal die Nachfrage dazu. Werder Bremen sagt ja zum Beispiel, 15 bis 20 Transfers werden wir noch tätigen müssen. Was ist bei Ihnen eine Hausordnung, die realistisch ist? Ja, ich denke, wir werden da eher die obere Zahl nehmen, aber es ist natürlich auch so, wie definiert man das, dann, was man dann sagt, welche Transferentscheidungen gehören dazu oder gehören nicht dazu. Ich glaube, man kann es am besten an der Zahl der Abgänge und der Zugänge dann nachher fix machen.